Ich bin endlich auf der Karte draußen und drehe mehr krumme Dinge als eine Bananenstaude. Das einzige, was du krachen, ist die Geo-Chips. Und täglich hängst du mit Lappen ab wie eine Klitoris. Ich beende das Vogelzwitschern der Kolibris mit Snipergewehr und nem Hochgeschwindigkeitsprojektil. Komm mir nicht mit deinen komisch klingenden Mongo-Beats. Nein, ich will kein Feature von drogensüchtigen Wannabes. Farid Bang Stier. Yo, mit seinem neuen Auto. Seht ihr, sowas will ich sehen, Alter. Ich will's einfach sehen. Gönnt mir doch auch mal! Yo, was geht ab, meine Bangers? Gute! Bangerinas, das Gute! Das ist mein neuer Track. Geil! Was ist das für ein Intro? Was ist das? Yo, was geht ab, meine... Das hier ist mein neuer Track, so. Ach, ehrlich? Bangers und Bangerinas, das ist mein neuer Track. Danke! Buche Bitches mit guten Titten. Bootylicious. Buche Bitches mit guten Titten. Groupie Bitches, die Bootylicious. Wie er lacht, hat er. Buche Bitches mit guten Titten. Ich will sie nach dem Shooting ficken. Alter. Boah, die will ich auch nach dem Shooting ficken. Kann man lutsch bei Jugendlichen, damit sie dir Feature-Spuren schicken am Strand vor Liegen. Ja, was? Alter Mann lutsch bei Jugendlichen, damit sie dir Feature-Spuren schicken am Strand vor Liegen. Fotos verbrennen die Kalorien mit Coco. Komme mit nem Rambock wie die Soko. Aber in nem Lamborghini Horus. 1, 2, 3, 4, 3. Digga, der hat einen Arsch wie eine Ex-Freundin von mir. Sinnlos Hipster. Und das ist, also, das klang jetzt so, als will ich mich damit profilieren, aber das ist in der Tat wirklich so. Aber kommen wir auf das Wesentliche zurück, ne? Wir lassen uns nicht von unseren Hormonen ablenken. Freunde, Hände aus der Hose. Bleibt auf jeden Fall bei dem Stream. Ihr müsst jetzt auf keine Pornoseite gehen und euch hier, ne, das Kellerfenster eintreten. vom Reiben. Dir Feature-Spuren schicken am Strand, wo lief in Fotos. Am Strand Bolivien Fotos. Verbrenne die Kalorien mit Coco. Strand Bolivien Fotos. Mann! Ich erschreck da manchmal selber. Vielen Dank für eure Twitches, Primus und Michos Lobos. This is all around the world. Bolivien Tappe Porto. Dir Feature Spuren schicken. Am Strand Bolivien Fotos. Am Strand Bolivien Fotos. Dabba Dabba. Kalorien mit Coco. Verbrenne die Kalorien mit Coco. Komme mit dem Rambock wie die Soko, aber mit dem Lamborghini Oho. Aber in dem Lamborghini Horus. Ich komme im Schwarz so wie die Penta. Schwarz wie das Lamborghini Lenkrad. Heroin aus Bangkok nach Atlanta. Blut, ich bin Narko wie Griselda. Also er bringt diese ersten vier Zeilen bis Feature Spuren Chicken. Bringt er einen anderen Flow als die nächsten acht Zeilen. Die nächsten acht Zeilen rappt er die ganze Zeit in dem Dabba Dabba Dope Dippe Dopto. Dabba 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 Dabba. Acht Zeilen Flow durch. Ist auch, ich will nicht immer von irgendwelchen neuen Stilmitteln reden. Vielleicht, also das ist auch nicht nur so, weil ich, also es ist nicht so, weil ich es denke so. Aber ich denke es halt trotzdem in der Tat, dass es so ein neues Stilmittel ist, dass man... Das würde ich jetzt fast widersprechen. Was, also davor bei dem TJ Beastboy Track war es ja so, dass extrem viele Flows so reingeknallt wurden, so, ne? Jetzt ist es aber so, und es ist bei vielen Tracks so, gerade auch bei Sidos neuen Tracks, dass so dieser eine Flow da ist und der wird durchgezogen, ne? Und das war, also zumindest bei der Musik, die ich so, wie ich Musik wahrnehme, war das nicht immer so, sondern da wurde halt einfach so gerappt. Und hier wurde halt ein Flow abgeschmeckt, so was ist ein cooler Flow auf dem Beat, und der wird halt durchgezogen so. Und der Flow kommt halt schon krass rein, also ich muss ganz ehrlich sagen, die meisten Farid Bang Sachen gefallen mir überhaupt nicht so. Also ich finde die lustig und die unterhalten mich, ich kann die mir geben und ich finde es auch lustig so, aber das gefällt mir. Das geht halt voll ab so. Heroin aus Bangkok nach Atlanta, Blut, ich bin Narko wie Griselda. Yeah, niemals in dem Fiat. Yeah, niemals in dem Fiat. Griselda. Yeah, niemals in dem Fiat. Bitches hat sich rentiert, heute fahr ich ein Stier. Bitches hat sich rentiert, heute fahr ich ein Stier. Yeah, yeah. Es hat sich rentiert, so wie norwegische Hirsche. Hat sich rentiert, heute fahr ich ein Stier. Yeah, 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 yeah. Niemals in dem Vier. Bitches hat sich rentiert, heute fahr ich ein Stier. Boah, mir ist schwindlig, Alter. Yeah, yeah, yeah. Giftgrün wie Torwarttrikots. Giftgrün wie Torwarttrikots. Na, das ist jetzt aber ein bisschen pauschalisiert, mein lieber Farid. Ja, giftgrün wie Torwarttrikots. Ja, gut.
ich ein Stier. Yeah, 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 yeah. Giftgrün wie Torwart-Trikots. Beifahrerin, eine Love Island Ho. Eine Love Island Ho. Ich fick dein Baller-Idol, komm auf einem Stier, als wär's die Roncalli-Show. Dein DJ. Hey, Farid, ich weiß nicht, Alter, das ist für mich. Hey, keine Ahnung, es unterhält mich einfach. Ich fick dein Baller-Idol, komm auf einem Stier, als wär's die Roncalli-Show. Dein DJ erstickt an meinem BJJ-Griff. Und es sieht schlecht aus wie Sierra Kid. Und es sieht schlecht aus wie Sierra Kid. Das ist genauso wie alt aus wie Sylvester Stallone. Sieht schlecht aus wie Sierra Kid. Oh, dein DJ erstickt an meinem BJJ-Griff. Und es sieht schlecht aus wie Sierra Kid. Und weil der Banger eine Street Legend ist, nimm mich am LAX die DEA mit. Lebensmotto Big Pimp. Banger eine Street Legend ist, nimm mich am LAX die DEA mit. Lebensmotto Big Pimpin. Fight Night. Ding, ding. Ah, geiler Flow. Lebensmotto Big Pimpin. Geil, mega geil betontes Big Pimpin. Und auch irgendwie eine schöne Pause drin. Big Pimpin. Lebensmotto Big Pimpin. Fight Night. Bing Bing. Ding Ding. Oder Ding Ding. Meine Katze macht Ching Ching. Der Urus Jeep. Yeah. Meine Katze macht Ching Ching. Der Urus Jeep. Yeah. Niemals in dem Fiat. Bitches hat sich rentiert. Guck, ich fahr ich ein Stier. Yeah, 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 yeah. Niemals in dem Fiat. Bitches hat sich rentiert. Heute fahr ich ein Stier. Stier, hier. Yeah, yeah. Jetzt wisst ihr, wer den härtesten Block in Deutschland hat. Was ein Scheiß. Warum sagt er das denn jetzt, Digga? Ah ne, falscher Text. Okay, yeah. Das Lustige ist, dass das, ja, Sido ja genau so sagt am Ende von seinem Mind-Block-Track. Und Sido hatte ja dann Stress mit Azad. Hat Sido einen auf die Fresse gehauen früher so. Ich weiß nicht, wie lange das her ist, so. Und dann hat Azad irgendwann, oder ich glaube davor, bevor er ihm auf die Fresse gehauen hat, hat er auch schon so einen Mind-Block gerappt. Also, Sido hatte einen Mind-Block-Track und irgendwie ein, zwei Jahre später hat Azad einen Track, der heißt Mind-Block, auf sein Album rausgeballert. Und da sagt er auch am Ende sowohl beide, Alter, mein Deutsch hier, wieder echt eine 11 von 10, Alter. Sowohl Sido als auch Azad sagen am Ende ihres Tracks, yeah, jetzt wisst ihr, wer den geilsten Block hier hat. Und deswegen finde ich das irgendwie komplett lustig, warum er das sagt, weil das auch komplett weird und random und komplett fehl am Platz, wie Rotwein in Tetrapacks kommt. Heute fahr ich ein Stier. Yeah, 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 yeah. Jetzt wisst ihr, wer den härtesten Block in Deutschland hat. Ah ne, falscher Text, okay, yeah. Jetzt wisst ihr, wer den teuersten Wagen in Deutschland hat, das meinte ich doch. Das sind ganz coole Posen immer so, die finde ich angsteinflößend und total cool. Schlababababara. Stier, yeah, yeah, yeah. Ah ja, lustiges Ding. Okay, diese überladenen Beats auch immer, gell, wo der Sub-Bass so komplett einfach übersteuert runterdröhnt. Auf jeden Fall lustig. Also hat mir sogar auch echt so vom Vibe und von der Aggression und von dem Ganzen echt ziemlich gut gefallen. Ich hab gelernt, der allergrößte Schmerz geht auch hinüber. Oi. Komm, reiß mir ein Bein aus, doch ich laufe weiter. Tausend Füßler. Ich seh, du läufst gern rum mit ner Schlaghose. Da werd ich intolerant, auch ohne Laktose. Ich lauf und ich kämpf trotzdem Scheren in der Optik. Und zieh mir nen Kondom über den Schädel wegen Kopfhick. Wenn mir noch ein Rapper erzählen will, dass er hart wäre, fahr ich mit nem Dampfer über seine Privatsphäre. Weil wir die Champions sind und wir holen uns den Pokal. Nur diesmal nicht in Brasilien, sondern in Russland. Sie trägt die Nikes. Ja, ja. Ey, guck mal, jetzt nochmal eine Ansage an diese ganzen YouTuber, ja, die irgendeine Scheiße am Ende ihres Videos einblenden, nur damit sie ja über 10 Minuten kommen, ja, damit sie ihr Video monetarisieren können und so ein Scheiß. Freunde, das geht nicht, ja, das ist irgendwie nicht cool von euch so. Lasst das bitte, ansonsten fangt ihr wirklich einen Diss-Track von mir mit 480 Bars. Ich hab langsam die Schnauze voll, ja, davon. Bitte, 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 hört auf. Das ist nicht fair.
Das ist einfach nicht fair.